Herausforderung: Der BMW i5 parkt besser ein als du. Glaubst du mir nicht? Ich beweise es dir. Und damit ein sportliches Willkommen auf dem Emil Frey Vogel Automobile YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch mit dem BMW i5 eDrive 40 ein beeindruckendes Feature: den Parking Assistant Professional. Den BMW i5, ja, den kennst du ja schon bereits. Pure Fahrfreude gepaart mit innovativer Technologie. Aber heute geht es nicht um Leistung, sondern um das Thema Einparken. Damit du in Zukunft keine nützlichen Tipps und Neuerungen mehr verpasst, abonniere genau jetzt unseren Kanal. Stell dir das mal vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause, die Parkplätze sind mal wieder eng und du kannst nicht genau abschätzen, ob du in die Lücke passt bzw. ob du selbst reinkommst, weil das Einparken generell nicht so dein Ding ist. Genau hier kommt der Parking Assistant Professional mit ins Spiel. Mit einem Knopfdruck aktiviert er sich und schon sucht das System automatisch nach einem geeigneten Parkplatz, während man an Parklücken vorbeifährt. Das System überwacht die Umgebung und gibt dir eine Rückmeldung, wenn es etwas Passendes gefunden hat. Du musst nur noch auf das Parksymbol im Display drücken und das Auto erledigt wie von magischer Hand mal wieder den Rest. Mega cool! Er zeigt euch auch mittlerweile an, ob ihr rückwärts oder vorwärts einparken möchtet. Das ist eine Neuerung zum vorherigen System. Ganz easy, er hat die Lücke gerade erkannt. Wir drücken drauf und jetzt zeigt er mir sogar den Weg an und die Parklücke. Hier sehen wir eine zweite Parklücke, die er optional erkannt hätte. Und ihr Lieben, was machen wir jetzt? Hände weg vom Lenkrad, kein Gas geben, einfach runter von der Bremse. Euer i5 kümmert sich um den Rest. Absolut genial, auch toll gemacht, sehr detailliert. Er zeigt die Fahrtwege, er bremst automatisch ab, macht die Korrektur. Und das Auto passt wie von magischer Hand perfekt in die Lücke rein. Also ich mache gar nichts mehr. Auch das wieder ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Fahrzeugen. Wir müssen kein Gas geben, auch die Bremsung nicht selbstständig durchführen. Einfach nur beobachten. Und jetzt kommt der Clou an der Story. Das P macht dabei Beendigung mit rein und zeigt es mir nochmal final vorne im Display an. Keine verschwitzten Hände mehr, kein Bremsen und Gas geben. Der BMW i5 parkt sich von selbst ein, präzise und sicher. Einparken war noch nie so einfach und stressfrei. Aber das ist noch nicht alles. Der Parking Assistant kann noch vieles mehr. Mit der Surround View Kamera habt ihr alles im Blick. Keine toten Winkel mehr, keine Kratzer am Auto. Einfach nur perfekt. Easy, oder? Das war auch schon alles rund um den Parking Assistant Professional im aktuellen i5. Bald stellen wir euch auch noch das ferngesteuerte Einparken vor. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniert auch selbstverständlich unseren Kanal für mehr spannende Inhalte rund um BMW und Mini. Schreib uns in die Kommentare, was du von diesem Feature hältst. Die Meinung würde mich mal brennend interessieren und welche Themen du auch als nächstes sehen willst. Bis dahin, zum nächsten Mal.